Ich begrüße dich zum Start deines neuen Arbeitsjahres 2022 und zur neuen Arbeitswoche KW2. Ich hoffe, du hast schöne Festtage gehabt, schöne Ferien, hast dich erholen und bist wieder voller Energie für das neue Jahr, das auf uns zukommt. Ich wünsche dir an dieser Stelle ganz viel Erfolg, alles Gute und natürlich beste Gesundheit für das kommende Jahr. Auch in diesem Jahr ist die Corona-Situation noch nicht viel besser. Darum tun wir uns gerade alle miteinander am Dienstag nochmal testen. Also nimm bitte am Montag gerade den Test mit heim, tu ihn am Dienstag am Morgen daheim machen und bring ihn dann wieder mit und tu ihn in die entsprechenden Kisten deponieren, dass wir uns alle miteinander am Dienstag durchtesten können. Dann noch eine Information für dich. Wir haben ab dem Montag einen Praktikant bei uns im Büro. Und zwar ist es der Fabian Hodl. Er ist zurzeit am Öschberg an der Gartenbautechnikerschule und kommt die nächsten 5 Wochen zu uns, um mal zu schauen, wie das bei uns im Büro so abläuft. Dann starten wir gerade Vollgas ins Wochenthema. Der Michael Portmann hat spannende Informationen für dich zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zusammengefasst. Hoi und auch von mir ein ganz gutes neues Jahr. Bei uns gibt es auch ein bisschen Neuigkeiten auf dem Kaiserhof. Und zwar habe ich von Dani Brand das Amt vom Sicherheitsbeauftragten für Hodl & Partner übernehmen. Und tue dich jetzt bereits das erste Mal über ein bisschen Neuigkeiten informieren. Der Job vom Sicherheitsbeauftragten bringt relativ viel Arbeit mit sich, wenn man das seriös machen will. Und darum habe ich mir hier Unterstützung geholt. Das ist einerseits der Severin Köliker. Er wird vor allem bei der Pflegeabteilung schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Da auf dem Kaiserhof, rund um Fahrzeug, Maschinen und Betriebseinrichtung, ist das der Raffi Kieliger, der mich unterstützt neben seinem Job als Magaziner. So werden beide aber sicher auch mal bei der Neuanlage oder bei der Grünanlage auf der Baustelle sein und schauen, ob dort alles so eingehalten wird, wie es muss. Hauptverantwortlich ist, wie wir hier auf dem Diagramm sehen, natürlich Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung tut aber in aller Regel einen Sicherheitsbeauftragten definieren, der in ihrem Namen die ganzen Regelungen umsetzen und Ansprechpartner für das UWA und andere Partner ist. Der Sicherheitsbeauftragte schaut zusammen mit den Bauführern und den Vorarbeitern sowie allen anderen Mitarbeitern schauen, dass möglichst wenig passiert, dass wir keinen Unfall produzieren, Regeln einhalten und dort, wo nötig, neue Regeln aufstellen. Das ist auf dem Papier relativ eine klare Sache, wenn man aber nach Hause geht, sieht die Pyramide plötzlich etwas anders aus, weil die Geschäftsleitung ist nicht auf der Baustelle. Der Bauführer in aller Regel ist auch nicht der, der Stein- und Stahlbänder schneiden. Das Bild bist also vor allem du. Du musst schauen, dass du einen Helm anlegst, sobald du in der Nähe von einem Kran oder einem Baugerüst schaffst. Du bist es, der muss schauen, dass du einen Gehörschutz anlegst plus ein Brüllen, wenn du Stahlbänder schneidest oder du Stein fräsen. Es ist also doch nicht ganz so einfach. Hauptverantwortlich, wenn es ums Umsetzen geht, das bist du. Grundsätzlich geht es uns aber natürlich alle an und so wird dann aus dem Du plötzlich ein Mir. Das heisst, du bist auch verantwortlich, dass dein Kollege ermahnt, wenn du siehst, dass er mit einer Maschine nicht sachgemäss umgeht, seine Sicherheitsausrüstung nicht anlegt oder irgendwo ein zu grosses Risiko eingeht. Also, wir miteinander müssen schauen, dass es funktioniert und dass wir keinen Unfall generieren. ZUWA hat auf das Jahr 2022 die Bauarbeitenverordnung neu aufgestellt und ergänzt. Daraus gibt es für uns die eine oder andere Neuerung. Ich werde dich in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder ein bisschen über die Neuigkeiten informieren. Was aber per sofort neu ist, dass wir für jede Baustelle, die mindestens einen Tag gehen, müssen ein Sicherheitsblatt auf Baustelle abgeben. Das ist relativ viel Arbeit für uns im Büro und Jardin Suisse hat zusammen mit der SUVA da eine kleine Lösung gefunden, dass wir das nicht bei jeder Tagesbaustelle machen müssen. Und zwar musst du als Vorarbeiter, der ein Telefon von unserem Geschäft überkommt,
verpflichtend, das App abladen. Ich empfehle es aber auch jedem anderen Mitarbeiter. Das App heisst Echo SOS. Das findest du in jedem App Store und kannst das unkompliziert und gratis auf dein Telefon laden. Mit dem Echo SOS siehst du, wenn du sie auftust, sofort, wo genau dein Standort ist. Du hast die wichtigsten Notfallnummern und du siehst, wo der nächste Spital oder Notfallpunkt ist, wo du, wenn du selber oder dein Arbeitskollege irgendeinen Unfall hat, direkt dorthin kannst. Du die App bitte abladen, auf dein Telefon installieren. Das hilft uns extrem, zum Bürokratie ein bisschen zurückzufahren und kann dir im Notfall sehr viel helfen. Also, das einmal soweit zu der Arbeitssicherheit zum Starten. Ich wünsche dir jetzt einen super guten Start ins neue Arbeitsjahr, wenig Unfälle und eine gute Zeit. Danke vielmals, Michi, für die Ausführungen. Letzte Woche haben wir noch unseren Lehrlingskurs gehabt, wie immer im Bildungszentrum in Neuenkirch. Ruben Häfeli und Jonas Müller haben mit unseren Lernenden trainiert. Einerseits aufs QV, aber auch sonst Skills geübt in Sachen Treppenbau, Betonsteinpflasterungen, Plattenbelag. Aber sie haben auch Theorie gemacht, und zwar Treppenformeln geübt, Gefällsberechnungen gemacht und auch den Materialparkour schon geübt. Alles das, dass unsere Lernenden nachher super vorbereitet sind fürs Berufsleben. Ich zeige dir jetzt hier ein paar Bilder von dem Kurs, dass du mal siehst, wie das dort so abläuft. Danke vielmals Ruben und Jonas für euer Engagement. Es ist toll, wenn ihr mit unseren Lernenden üben und trainieren. Gut, dann kann ich dir noch zwei Baustellen zeigen von der letzten Arbeitswoche im alten Jahr. So, das wär's gewesen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz guten Start ins neue Arbeitsjahr und natürlich die neue Kalenderwoche. Einen schönen Tag, mach's gut und bleib gesund.